Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Heute zum Thema Lebensplanung mit Meistertask. Und dazu hat der Daniel die folgende Frage. Hallo Lars, ich bin ein philosophischer Freigeist und habe bisher immer nach dem Motto agiert, das Genie beherrscht das Chaos und versuche nun, das Ganze in etwas strukturiertere Bahnen zu lenken. Dein Blog hat mich dazu inspiriert, mich mit Trello und Todoist zu beschäftigen, die ich beide begonnen habe einzurichten. Beim Thema Lebensplanung habe ich mich gefragt, ob du hierbei auch nach Meistertask umgezogen bist. Einige Funktionen gibt es bei letzterem ja leider nicht, wie zum Beispiel die Label-Funktion. Wenn du deinen Lebensplan auch nach Meistertask verschoben hast, würde mich interessieren, wie du das mit den fehlenden Funktionen gelöst hast. Viele Grüße. Ja, Daniel, super Frage zu einem meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich dem Lebensplan. Und ja, ich habe den nach Meistertask umgezogen, schon vor etlichen Monaten. Und zum einen erstmal heißt das Ding bei mir nicht mehr Lebensplan jetzt, sondern ich habe das Ganze umgenannt so in das MDD Selbstmanagement Board. Das hörte sich ein bisschen weniger esoterisch an. Eine Lebensplanung, da haben viele ein Problem, wenn wir sagen, oh, was will ich denn in meinem Leben planen? Da passieren ja auch viel unvorhergesehene Dinge, das stimmt. Ist auch so, deshalb habe ich das Ganze von Lebensplan weg, aber es hat sich vom Prinzip her nichts geändert. Jetzt heißt das Ganze halt nur MDD Selbstmanagement Board für Mach Dein Ding Selbstmanagement Board. Und da habe ich ja einen Workshop zu, ne, wo ich das mit meinen Teilnehmern dann erstelle. Es ist ein Zweitages-Workshop, der immer hier im Rheinland stattfindet. Und was du gefragt hast, was fehlen sollte, die Labels, also ich vermisse gar nichts, die Labels gibt es in Meistertask, die heißen da nur Tags, also T-A-G-S. Und das ist im Prinzip das Gleiche. Ich habe aber die Einstellung oder generell, wie ich das verwende mit den Labels und den Tags, ein bisschen geändert. Da habe ich in meinem Blog allerdings auch noch nichts zu geschrieben. Das ist dann noch den Teilnehmern meines Workshops ein bisschen vorbehalten, da einen kleinen Informationsvorsprung zu haben. Ne? Aber mit dem Lebensplan oder dem Selbstmanagement Board nach Meistertask umzuziehen, gibt keinerlei Einschränkungen und das funktioniert wirklich hervorragend. Generell werden mir viele Fragen auch zu meinem MDD Selbstmanagement Workshop, ne, diesen Wochenend-Workshop gestellt. Ich habe dazu auch meine FAQ letzte Woche auf meinem Blog gestellt, also eine Frage, Frequently Asked Questions, also die mir immer wieder gestellt werden. Ich möchte aber auf zwei Dinge, die mir wirklich wichtig sind, hier nochmal eingehen. Und zum einen, muss ich Meistertask oder Todoist nutzen, wenn ich deinen Workshop buche, also den Mach Dein Ding Selbstmanagement Workshop? Und nein. Diesen zwei Tools, die ich vorschlage. Ihr könnt anstelle von Meistertask natürlich auch weiterhin Trello oder jedes andere Kanban-System nutzen. Das ist keine Verpflichtung, mit Meistertask da zu arbeiten. Und bei Todoist genau das Gleiche. Ja, Todoist muss man auch nicht nutzen. Wir brauchen aber einen Taskmanager. Ne? Weil die Idee hinter dem Workshop ist ja, dass wir auf der einen Seite uns mit unseren Lebensplanungen, mit den Zielen und alles beschäftigen, aber das auch direkt mit den digitalen Tools umsetzen, sodass wir auch wirklich im täglichen Alltagsgeschäft da am Ball bleiben. Ne? Und Todoist ist hier kein Muss als Taskmanager, aber einen Taskmanager müsst ihr haben. Bei meinem letzten Workshop waren auch, ich glaube, zwei dabei. Die haben zum Beispiel Things als Taskmanager genutzt. Auch vollkommen in Ordnung und funktioniert 1A. Also auch damit lässt sich das umsetzen. Und generell, egal ob ihr jetzt mit Todoist oder Meistertask arbeitet, die Freemium-Varianten, also die kostenlosen Testversionen, sind vom Funktionsumfang für den Workshop absolut ausreichend. Ja. Dann noch die Frage, wird der Workshop auch an anderen Standorten teilnehmen? Da erreiche ich mich auch jede Woche Fragen dazu, ob der auch mal, was weiß ich, in der Schweiz, in Österreich, in Ostdeutschland, in Norddeutschland, in Süddeutschland stattfindet. Nein, das ist derzeit nicht geplant. Wir machen ihn immer hier im Rheinland, in Bonn. Ist verkehrstechnisch super angebunden, mit dem Flugzeug gut zu erreichen. Viele Teilnehmer sind mit dem Flieger angereist, aber auch mit der Bahn, sodass wir erstmal sagen, wir lassen ihn hier im Rheinland, weil das wirklich zentral ist und für alle, die daran Interesse haben, wirklich gut zu erreichen. Ja, zum Abschluss der Folge zu dem Mach Dein Ding Selbstmanagement Board oder Lebensplanung noch der Hinweis, alles zu dem Workshop findet ihr unter larsbobach.de/mdd und generell zur Lebensplanung auf meinem Blog, da habe ich viele Artikel zugeschrieben, ich habe auch beschrieben, wie ich das generell angehe, einfach mal unter Lebensplan auf meinem Blog suchen, oben rechts in die Suche eingeben oder Lebensziele, da findet ihr auch noch ein paar, wie ich also meine Lebensziele finde. So, das alles dazu auf meinem Blog. Und wenn ihr Fragen an mich habt, die mal hier bei Frag Lars beantwortet werden sollen, einfach eine E-Mail an office@larsbobach.de. Und dann sage ich mal Danke und auf bald. Ciao. Tschüss.
Willst du dich und dein Team besser organisieren? Dann hol dir doch meinen dreiteiligen Videokurs. Da gebe ich konkrete Tipps zum Selbstmanagement, zur digitalen Ablage und zur Teamkollaboration. Alle Infos dazu findest du unter larsbobach.de/digital.